Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich ein DM-Haul, beziehungsweise es sind zwei Einkäufe gewesen, aber trotzdem packe ich jetzt in ein Video, ne? Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe hier erstmal eine Tüte vor mir stehen und genau, ich war nämlich heute beim Arzt und danach war ich dann bei DM online ist gut einkaufen. Nein, ich war bei DM vor Ort und beziehungsweise, ja, ich musste warten zwischen meinem Arzttermin und mein Opa im Krankenhaus zu besuchen. Opa ist übrigens mittlerweile in der Reha. So geil, also er kann ja, es stand ja wirklich auf der Kippe und ja, manchmal geschehen wirklich noch Wunder und das finde ich einfach großartig. Also, ne? Vielen, vielen Dank an alle, die uns die Daumen gedrückt haben und eine Kerze angezündet haben. Also, richtig cool. So, und auf jeden Fall habe ich dann da ein bisschen Zeit gebraucht und nebenan war irgendwie halt ein DM und dann habe ich da halt ein bisschen noch was geshoppt. Zeitgleich ist heute auch noch eine DM-Online-Bestellung hier eingetroffen und ja, zuallererst, Sammy tänzelt hier schon so ein bisschen rum, weil er hat ja auch Produkte drin gehabt, die er eben auch schon angeleckt hat. Also, er hat die Tüte hier schon aufgefusselt. Ich habe hier schon was vorbereitet, das wird er gleich auch bekommen. Da kommen wir aber gleich zu. Das muss erst noch ein bisschen quellen tatsächlich. Zuallererst habe ich Kosmetiktücher gekauft. Das sind einfach solche Boxen, die stehen bei uns ganz normal überall in der Wohnung rum. Ne? Zum Naseputzen oder was auch immer braucht man halt. Das Design fand ich sehr schön. Und wenn man halt im Laden ist, kann man halt auch wirklich sich das Design nochmal anschauen. Und das finde ich ganz cool. Das sind jetzt 90 Stück von Ebelin, die sind ein bisschen teurer. Aber wie gesagt, das Design hat mich einfach angesprochen. Und dann habe ich, wo ist denn der Besenstiel? Ja, eigentlich auch noch einen Besenstiel, aber ich glaube, den habe ich hinten auf dem Tisch liegen lassen. Einen Besen gekauft, weil ich bin aktuell oben in unserer eigentlich Mietwohnung am Renovieren, denn Claudis Welt wird dort zum Teil einziehen und das finde ich einfach total geil. Ja, und ich habe vorgestern habe ich gelernt von meinem Papa, wie man Ecken spachtelt. Fand ich auch total geil. Also wie eine Technik ist das halt, ne? Mit Spachtelmasse in der Ecke basteln und so. Richtig cool. Und ja, wir fangen nämlich tatsächlich mit meinem YouTube-Zimmer an und dann gehen wir halt von dem YouTube-Zimmer so ein bisschen weiter und machen die anderen Räume und so. Aber da starten wir, weil das auch der abgelegenste Raum ist. Und ne, deswegen, da musste ich fegen und habe gemerkt, dass beide Besen, die oben sind, einfach Uppe sind. Und da habe ich jetzt einfach einen neuen Besen gekauft und auch einen neuen Besenstiel. Wie gesagt, der Teleskopbesenstiel, der richtig cool ist, weil man den auch so ausziehen kann, liegt noch irgendwo hinten auf dem Tisch. Ja, dann habe ich noch, weil es gab irgendwie auch Rabatte und so auf Yes and Nature, da habe ich mir ultradünne Binden mitgenommen. Es gibt auch die Pro Climate Binden, aber die haben keine Flügel. Und die haben Flügel, die kann ich sehr gut nachts brauchen, wenn ich meine Erdbeerwoche habe, die ich jetzt gerade habe. Mein Freund ist echt traumhaft. Der hat mir eben, wollt ihr das sehen? Der hat mir eine Wärmflasche gemacht und diese Wärmflasche, die habe ich mal, ich glaube von Jana, White Swan Beauty, in einem Tauschpaket bekommen. Das ist halt so ein, hat die glaube ich auch mal bei Rossmann geshoppt, ne? Das ist halt so ein Bal und die schmeiße ich mir halt einfach von oben hier in meinen Pulli rein. Ich sehe ja so schick hier aus, ne? Wenn ich hier sitze, aber wenn ich aufstehe, aus. Moment, Sammy, Achtung, ne? Es ist so geil, es ist einfach so unförmig, ne? Aber es ist so, so warm. Und genau da muss die Wärme hin. Ja, ich habe tatsächlich auch diese Wärmepflaster und so, aber mein Freund kam damit eben an und ja. Dann nehme ich das, ne? Genau. Oder halt normale Wärmflaschen und so. Ich lieb's. Dann habe ich hier noch meinen Kassenbon. Dann kann ich euch die Preise einblenden. Achso, für Sammy habe ich auch noch was mitgenommen. Hühnerfilet-Sticks. 95% Hühnerbrust und 1,8% Fett. Das ist eigentlich für kleine Hunde. Aber ja, wie ihr seht, ne? Wir waren eben schon dran. Läuft bei uns. Und ich finde auch so vor seinem regulären Abendessen, was er gleich bekommen wird, kann er auch gerne noch so einen Snack bekommen. Ist vollkommen in Ordnung. Gerade ist so niedlich, ne? Der wartet hier so artig. Und ja, das sind so kleine Dinge, die man einfach so zwischendurch mal so geben kann. Das finde ich in Ordnung. Ist halt ohne Getreidezusatz und ohne Zuckerzusatz und so. Und deswegen nehme ich die ganz gerne mit. Ich habe noch eine Kosmetiktücherbox mitgenommen. Nature is not a place to visit. It is home. Und ja, sowas kommt bei uns auf jeden Fall auf dem Wohnzimmertisch. Das passt dann ganz gut. Enjoy the nature, ne? Das ist nämlich recycelt, genau. 60 Stück sind da drin. Dann habe ich hier noch mehr Hundeleckerlis. Naturverliebt Knabbersticks mit Karotte. Finde ich ganz cool. Vegane Rezeptur. Das habe ich gar nicht gelesen. Ja,
ich brauche. Ja gut, das ist halt nur mit Karotte und nicht irgendwie mit Fleisch. Ich dachte, das wäre irgendwie mit Fleisch. Ja gut, ich habe jetzt keine vegane Ernährung bei Sammy, ne? Das ist dem, glaube ich, relativ schon zu piep egal. Aber gut, sind jetzt halt auch mit dabei. Dann habe ich auch mitgenommen solche Allzwecktücher feucht. Die finde ich auch immer ganz praktisch. Die kommen bei uns halt in eine Wohnung und wenn man sie braucht, dann verwendet man die. Das finde ich ganz, ganz gut, ne? Dass man einfach was da hat davon. Dann habe ich mir mitgenommen. Da muss ich gucken, ob die passt. Ich hoffe. Seamless Panty Leggings in Schwarz, Größe M, 42, 44. Also ich muss halt immer eine etwas größere Größe mitnehmen, weil ich halt, ja, ich bin 1,73, ne? Und da habe ich lange Beine und ich möchte halt nicht, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man Socken anhat und dann hast du, keine Ahnung, das ist ja jetzt der Fuß quasi, ne? Dann hast du die Socken, die so bis hier gehen und dann geht die Leggings bis hier und dann hast du diesen Streifen, der kalt ist. Oh, rastig aus, kann ich gar nicht haben, gerade im Winter. Nein, nein. Und die soll halt auch irgendwie seamless sein, also oben am Bund auch recht hoch und so und sehr angenehm und ich liebe Leggings. Ich lebe in Leggings, deswegen musste mal wieder eine neue mit, denn meine reißen in letzter Zeit relativ entspannt überall auf, die ich da habe, weil ich packe die ja auch immer in den Trockner, ne? Dann habe ich von Yes & Nature, wie gesagt, da gab es auch Rabatte drauf, ich glaube, weiß ich nicht, 20% oder so, Slip-Einlagen Nature, Oberfläche aus 100% Bio-Baumwolle, die kann man wohl verwenden, ne? Das ist jetzt nicht so das Nonplusultra, die fusseln halt auch ein bisschen, ne? Da muss, ja, das muss man häufiger wechseln als jetzt so die Marken-Slip-Einlagen oder so, aber egal, ich benutze Lippenlagen, weil ich sie halt brauche. Dann gab es von Essence eine Limited Edition Let's Have Some Fun with Hair Swirls. Ja, fand ich einfach witzig. Also ich hatte letztens ja eine 90er Party, wo ich, also 90er Party ist gut, also 90er Jahre Geburtstag, ne? Und da hatte ich sowas auch verwendet und ich fand die einfach toll. Und dann habe ich bei mir in den Haartools gesehen, dass ich sowas noch von Ewigkeiten damals habe. Und habe mir gedacht, eigentlich ist es ganz fancy, wenn man so Perlen im Haar hat oder Sternchen oder so, ne? Deswegen habe ich mir die jetzt einfach mal mitgenommen. Dann wurde ich darum gebeten, dass ich doch vielleicht mal etwas mehr Gesichtspflege, Tüte ist leer, ne? Von Balea oder von der Drogerie so austeste. Ich kann jetzt natürlich nicht immer so mega switchen, also ich versuche das dann so zu machen, dass ich dann eine Creme High-End verwende oder eine Creme Mittelpreis, ne? Beauty Mace ist ja für mich, also aus meiner Sicht, ist es keine High-End-Geschichte vom Preis her, weil es eigentlich noch tragbar ist, es ist keine 150-Euro-Creme, ne? Nur mal so gesagt. Und da könnt ihr auch sparen, Claudi30, wisst ihr Bescheid, ne? Ist ein Affiliate-Rabattcode, aber gönnt euch da hart. Das ist nämlich halt eine Pflegereihe, die ich richtig gut vertrage. Genauso halt auch die Produkte von Dalton oder von Yepoda. Bei Yepoda habe ich auch einen Code aktuell am Laufen und müsste Claudi30 sein, gibt auch 30%, ne? Also Beauty Mates verwende ich halt wirklich regelmäßig und schon lange, lange, deswegen mag meine Haut das auch sehr gerne, aber da ich drum gebeten worden bin, teste ich mal ein bisschen was aus. Wie gesagt, da habe ich hier von Balea Med mir was mitgenommen mit 7% Urea Ultra Sensitive Intensivcreme Urea Mikrobiom Balance ohne Parfüm, Parabene, Farbstoffe, wollte ich mal gucken, ob meine Haut das so verträgt. Ob als Tagescreme, als Nachtcreme. Also auf jeden Fall als Nachtcreme, vielleicht auch als Tagescreme. Muss ich gucken, wie sich das auch so unter Make-up verhält. Genau, und dann wollte ich halt immer switchen, ne? Zwischen günstig und nicht günstig Produkten. Und euch dann halt auch in den Aufgebraucht-Videos mehr zeigen zu können. Dann habe ich mir auch noch eine Maske mitgenommen. 5% Panthenol ist hier drin. Balea Med Ultra Sensitive Tuchmaske. Beruhigt die Haut. Mikrobiom Balance ohne Parfüm, Parabene, Farbstoffe. Fand ich auch ganz interessant. Deswegen habe ich mir die auch mitgenommen. Ich meine, dass ich die schon mal hatte. Kann mich aber da gar nicht so gut dran erinnern. Und an der Kasse war was reduziert mit Sofort-Effekt von Balea. Lift-Effekt-Konzentrat hautfestigend. Das sind so Rausdrückviecher, ne? Wie nennen die sich denn? Das sind ja eigentlich keine Ampullen, weiß ich nicht. Ja, Konzentratviecher halt. Jo, wollte ich auch ausprobieren. Kann man halt auch als Serumersatz so ein bisschen nehmen. Dann habe ich online war Klopapier ausverkauft, Leute. Es war mal wieder so weit, ne? Verrückt. Ich glaube, ich habe in meiner Online-Bestellung auch noch mehr Klopapier drin. Oh, ja, genau. Ich bin auch so eine Verrückte, ne? Ich habe hier in allen möglichen Drogerieholz immer Klopapier und es musste jetzt natürlich die Limited Edition sein. Love mit Vögelchen drauf. Ist das nicht wunderschön? Mein Freund lacht mich ja immer aus, wenn ich sowas kaufe, ne? Toilettenpapier Limited Edition, 8 Rollen, 180 Blatt, 3 Lagen und dann hast du da halt so Vögelchen und Blümchen drauf. Yay. Es ist Klopapier. Ja. Dann hat DM noch etwas rausgebracht, das hatte ich auch für die Online-Bestellung im Warenkorb, aber dann wurde es mir wieder rausgelöscht, weil es online nicht mehr verfügbar war.
Jetzt kommen wir nämlich auch zu Sammy. Denn es gibt jetzt offensichtlich Porridge für Hunde. Ich sag euch das. Aus trocken mit nass, Wasser dazu, umrühren und quellen lassen, fertig. Reich an Huhn. 93% weniger Verpackung. Klimaneutral. Ja, weil du halt einfach kein Wasser transportierst, ne? Und das machst du dir mit der dreifachen Menge an Wasser. Und dann rührt man das um und lässt das quellen, ne? Also es sieht geil aus, muss ich wirklich sagen. Es sieht aus wie eine Gemüsebrühe. Zusammen mit irgendwie Porridge. Das sieht ansprechend aus. Und dann gab es irgendwie da auch nochmal 2 Euro Rabatt drauf. Das fand ich schon mal cool. Denn aus diesem Kilo, was hier drin ist, kann ich dann ja quasi 4 Kilo Nassfutter machen. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern das jetzt günstiger ist. Aber es sieht auf jeden Fall, oder es ist auf jeden Fall witzig, ne? Du hast hier wirklich dein Hundeporridge. Hab ich jetzt hier mal so reingemacht. Ist ein Hundeporridge. Ich rühre das jetzt nochmal ein bisschen um. Sammy hat eben die ganze Zeit auch an der geschlossenen Packung schon so rumgeleckt und rumgeschlabbert und fand das sehr, sehr ansprechend. Und ich finde es witzig. Es ist jetzt natürlich überhaupt nicht großartig zum Kauen oder so. Es riecht wirklich lecker. Wirklich lecker. Das sieht so ein bisschen aus wie, weiß ich nicht, Quinoa-Salat oder so. Ne? Und das würde ich ihm jetzt einfach mal geben. Mal gucken, ob er das frisst. Wo sehen wir das denn am besten? Dann rolle ich jetzt hier mal mit meinem Bauch wieder hinten. So, bitteschön. Ihr seht das gar nicht, ne? Gar nicht guckt, ne? Willst du den Löffel lieber haben? Na los. Erstmal den ganzen Boden hier ablecken, bis man dann mal irgendwann zum Napf kommt. Ja, das Problem ist, dass das Ganze halt relativ körnig, nicht körnig, sondern nicht so fest ist, ne? Was ich ja schon sagte, du hast halt nicht wirklich als Hund da was zu kauen. Aber gut, ja, er wird jetzt mal im Hintergrund so ein bisschen vor sich hin mampfen und dann gucke ich mal, ob der Napf gleich leer sein wird. Ich räume hier mal ein bisschen auf, ne? Was ich übrigens noch sagen wollte, wenn ihr mir schreibt, dass ich andere Produkte mal austesten soll, schreibt mir gerne explizit, welche Produkte euch interessieren würden und oder was ihr so empfehlen könnt oder so, ne? Dann kann ich nämlich wirklich da mal in der Drogerie Ausschau halten, so nach Gesichtspflege oder Körperpflege oder Haarpflegeprodukten und teste mich da so ein bisschen durch. Okay, dann kommen wir mal zu der Online-Bestellung. Die ist ganz schön schwer, denn da ist auch Hundefutter drin. Da haben wir zum einen Denk mit Geschirrspüler, Mittel, Gedönsen, Geschirrreiniger, genau. Snature mit wasserlöslicher Folie. Ich mag das ehrlich gesagt ganz gerne. Da muss man nicht so rumfusseln, um dann halt das Produkt zu bekommen. Das hier sind Penne von DM Bio. 100% Hartweizen, original aus Italien, traditionelle Herstellung mit Bronzeform. Ach, guck an, ne? Ja, halt einfach Nudeln. Ist auch mal ganz lecker. Entweder für uns. Sammy liebt übrigens trockene Nudeln. Es ist crazy. Am liebsten mag er Fusilli. Ja, und vielleicht kriegt er da auch die ein oder andere von. Er liebt es wirklich. Dann habe ich mir ein bisschen Intimwaschmittel mitgenommen, weil meins leer gegangen ist. Aber ich glaube, da habe ich auch ein bisschen viel gekauft, denn ich habe auch bei Rossmann bestellt und da habe ich einiges gekauft. pH-Wert intimfreundlich ab 50+. Okay, keine Ahnung. Jessa diskret, Intimpflege, Waschbalsam, sensitiv, parfümfrei. Jo, ne? 200 ml sind hier drin, das ist ganz schön groß. Ich bevorzuge das eigentlich in so einem Pumper, aber das ist eigentlich auch vollkommen in Ordnung und reicht sehr, sehr lange. Und dann habe ich hier, ja, das ist halt immer einzeln eingepackt, damit halt nichts ausläuft. Von Dontodent Sensitive Intensivschutz Mundspülung kann die Schmerzempfindlichkeit mildern für empfindliche Zähne und schützt vor Karies. Sowas verwende ich jeden Morgen und mag ich einfach sehr gerne, weil man dann auch nochmal so richtig überall im Mund damit rumspülen kann, ne? Die Zahnzwischenräume auch wirklich damit erreicht. Und das mag ich sehr gerne. Und Sammy hat gerade nicht aufgegessen. Vielleicht ist ihm das zu fest geworden. Ich rühre es ihm nochmal um. Du hast hier überall dein Essen verteilt. Ich will es schon mal gesagt haben. Das ist echt problematisch, denn er leckt das nur und er kann halt nicht so reinbeißen und deswegen verteilt er das da hinten überall.
Ich würde es jetzt für große Hunde, glaube ich, nicht so unbedingt mega empfehlen. Ne? Ich kann mir vorstellen, dass es ganz cool ist, wenn ich ihm das so in seine Leckmatte oder sowas reinmache. Da kann das ganz gut funktionieren. Das hier ist jetzt ein Scherz, weil kurz bevor ich sowohl bei DM bestellt habe, als auch bei Rossmann einkaufen war, hat mein Freund mir gesagt, dass wir unbedingt Badreiniger brauchen. Dann habe ich bestellt und eingekauft und so und habe dann heute Morgen herausgefunden, dass wir, ich glaube, noch 5 angebrochene Flaschen Badreiniger bei uns im Vorratsschrank stehen haben. Toll, ne? Ja, jetzt habe ich aber gekauft von Meister Propper Badreiniger. Das ist das mit Fibris. Mag ich sehr gerne. Zum einen, weil das halt sehr gut reinigt, aber auch doch ganz gut duftet, ne? Und das ist auch immer eine ganz gute Geschichte, weil es nicht so klassisch nach Badreiniger riecht. Dann habe ich Wattestäbchen mitgenommen von Evelyn. Oh, 300 Stück. Ja, es ist auch irgendwie eine LE oder so, eine Sonderedition. Ist das nicht wunderschön? Mensch, ne? Ei, ei, ei. Mit Muscheln. Mhm. Sowas braucht man. Dann habe ich hier noch was separat eingepacktes. Da ist meistens so dekorative Kosmetik mit drin. Tatsache, da habe ich nämlich gekauft von Got2b Fabulous bis zu 10 Stunden halt. Das ist so ein Eyeliner in Petroltürkis und das finde ich total schön. Gerade im Sommer stelle ich mir das richtig schön vor und da habe ich Bock drauf. Und das wurde auch schon von vielen anderen YouTubern und so empfohlen und gesagt, dass die klasse sind. Auch dieser Concealer wurde empfohlen von Judith Williams, der Covering Concealer mit Vitamin C und E. Hohe Deckkraft, kaschierend und strahlend. Den gibt es ja nur in einer Farbe und den wollte ich auch mal ausprobieren, ob der bei mir passt oder ob der zu dunkel ist. Könnte schwierig werden, aber wir gucken mal, weil der soll halt so richtig auch gut funktionieren, ne? Dann habe ich hier was zum Nägel ablackieren mitgenommen. Hier ist irgendwas ausgelaufen, läuft. Oder ist er mir die reingesabbert? Man weiß es nicht. Nagellackentferner Express von Evelyn. Ja, die finde ich einfach klasse, ne? Und ich habe ja immer bunte Nägel, das heißt, bei mir verfärbt sich sowas schnell. Dann hat man da nur noch so eine dunkle rot-schwarze Suppe drin und ja, mag ich gerne leiden. Hattet ihr mir auch mal irgendwann empfohlen und habe ich dann nachgekauft, dann habe ich ja allerhand ne, Hundenassfutter für Sammy gekauft. Omas Küchenklassiker, Schlemmerpfanne reich an Rind mit Paprika und Karotte, nein, Kartoffel, ne? Hab ich hier nochmal mitgenommen. Und dann haben wir hier auch noch Best Nature, Dogs Best Nature Adult mit feinen Karotten und Fenchel. Naturverliebt, dein Bestes, 60% Huhn mit Zucchini, Süßkartoffel und Leinöl. Ja, der feine Herr, der kriegt hier wirklich immer so alles Mögliche. Und diese Dose ist offen. Schade Schokolade, ne? Ja, das ist echt schade. Da haben wir nämlich nochmal Rind und Paprika mit, das ist blöd. Kartoffel ist aufgegangen. Mhm. Ich glaube nicht, dass er mir hier reingegangen ist und die Dose aufgeknackt hat. Best Nature Adult mit Vollkornnudeln, Preiselbeeren und Sonnenblumenöl. Das ist auch ganz gut. Daran sieht man auch, Nudeln ist gut für Hunde, mögen die scheinbar auch gerne. Best Nature Adult mit feinen Karotten und Fenchel. Ich glaube, das hatten wir eben schon mal. Ich glaube, ich habe von allen irgendwie 2 mitgenommen. Best Nature Adult mit Kartoffeln, Petersilie und Distelöl. Best Nature, bla bla bla. Best Nature vor allem, ne? Vollkornnudeln haben wir hier auch wieder mit drin. Mit Reis und Distelöl. Kartoffel, Petersilie und Distelöl. Distelöl ist, glaube ich, immer gut fürs Fell oder so. Oder für die Verdauung. Reis und Distelöl. Naturverliebt, 60% Huhn hier. Zucchini, Leinöl, Rampampam, ne? Und das war's an Hundefutter. Dann habe ich noch ein bisschen was zur Raumbeduftung mitgenommen. Wir haben ja diesen Airwick Duftsprüher. Ja, ist ein Duopock. Blütenzauber ist das. Ist ganz schön für den Frühling, finde ich. Dann gab es auch eine neue Edition oder eine Limited Edition. Die musste natürlich mit ätherische Öle, Sandelholz und weiße Lilie. Ne? Braucht man sowas? Eigentlich nicht unbedingt, aber ich finde es immer klasse, sowas zu haben. Oh, ist ein Badezimmer bei uns. Unser Kaffee, das ist unser Lieblingskaffee übrigens von DM Bio, Espresso, ganze Bohne, richtig geiles Zeug. Ist einfach lecker, mag ich richtig gerne und mein Freund auch und deswegen kaufe ich den halt immer beim DM nach und das sind ja für unseren Kaffee-Vollautomaten halt die Bohnen. Topfreiniger habe ich mitgenommen oder Topfschwämme von Profissimo. Da sind 6 Stück drin. Ein Rohrreiniger, den von Denk mit finde ich ehrlich gesagt richtig gut und ich mag nicht so gerne. Also wir hatten auch diese natürliche Variante auch schon ausprobiert, aber das reinigt die Rohre halt leider nicht ordentlich. Gerade wenn man halt so wie ich viel mit diesen Gesichtsmasken unterwegs ist, also auch mit diesen Pöttchenmasken und so, ne?
Da feiert der Abfluss, eine ordentliche Party. Das ist einfach der Rohrreiniger mit Kraftformel und das mache ich so einmal im Monat bei uns. Oder bei mir ins Waschbecken und bei uns in die Dusche halt. Dann habe ich hier auch noch so eine coole Kerze, Duftkerze, Blaubeer-Käsekuchen, hallo, von Profissimo. Ja, das ist ja so ein bisschen adaptiert an diese Yankee Candle und hast du nicht gesehen Geschichte. Kannst du natürlich online nicht dran riechen, ne? Oh, das riecht sehr süß. Das ist ein Duft, der nicht jedem gefällt. Nee, weil du halt wirklich diesen Kuchenduft mit drin hast. Aber mein Freund liebt Käsekuchen, ne? Und Blaubeere ist auch ganz geil. Ja, ich glaube, den können wir bestimmt irgendwie, wenn wir den anmachen. Ich glaube, den können wir gut riechen, ne? Und einen habe ich noch, ein Kerzchen. Und zwar ist das die Duftkerze Kirsche. 32 Stunden Brenndauer ist das von Profissimo. Und die riecht richtig geil. Oh mein Gott, die riecht wie so Kirsch. Oh, Süßigkeiten, Bonbons, richtig geil. Oh. Mm-hmm. Oh, die mag ich richtig gerne. Oh, wie irgendeine geile Süßigkeit von damals. Boah, die mag ich. Die mag ich. Die mag ich übrigens sehr gerne. Mega. Hammer. Jo, das war mein DM-Haul. Sammy hat nicht aufgegessen. Ich glaube, der braucht ja dann noch ein bisschen andere Sachen, dass es nicht so mega weich und fluffig ist, ne? Dass er das nicht nur am Lecken ist, sondern oder halt, wie gesagt, in diese Licky-Matte mit rein. Ja, gut. War ein Versuch wert. Das war es jetzt hier von dem DM-Haul und mir und Sammy und uns allen. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Hauls. Hier unten mein neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!